Wer gerne nach Spanien oder Portugal reist, der kommt um diese Kroketten nicht drum herum. Und die könnt ihr eigentlich mit allem füllen und genau das machen wir jetzt. Auf geht's. Anders als unsere Kartoffelkroketten besteht die portugiesische oder spanische Krokette aus einer Bechamel. Also brauchen wir kleine Zwiebelwürfel und die geben wir jetzt direkt zu unserer Butter. Und wir brauchen für unsere Kroketas eine richtig feste Masse. Auffüllen mit Milch und auch direkt ein bisschen Gemüsebrühe. Das Mehl bildet jetzt nach und nach unsere Milch und die Brühe. Währenddessen können wir uns aber auch einfach schon mal unserem Geschmacksträger widmen. In diesem Fall ist das Zander. Damit sich die Haut gut löst, gare ich dir ein bisschen vor. Jetzt hackt ihr Fisch und Kräuter eurer Wahl und gebt das alles gemeinsam zur Bechamel. Jetzt würzen wir das mit zwei ordentlichen Prisen Salz und mein Geheimtipp, Sherry, muss aber nicht sein. Hitze abstellen, alles ordentlich vermengen und auf ein flaches Blech geben. Sobald die Masse kalt geworden ist, ist sie eigentlich perfekt. Eure Kroketten gebt ihr jetzt erstmal in Mehl, anschließend direkt ins Ei und danach in Semmelbrösel. Und jetzt frittiert ihr eure Kroketten in heißem Öl goldbraun aus. Und fertig sind eure Fischkroketten. Viel Spaß damit.